Wir rüsten zum Spaziergang zu Veolia, aber unsere letzte Rednerin wird Laura Valentukiewicz-Jute sein von Gemeingut in Bürgerinnenhand. Das Gemeingut in Bürgerinnenhand hat sich sehr früh für eine gegen eine Privatisierung der Daseinsvorsorge ausgesprochen. Sozusagen Pioniere der Szene. Herzlich willkommen, Laura. Dankeschön. Ich mache es kurz, weil es kalt ist und wir losziehen wollen. Ich wollte nur sagen, wir setzen uns eigentlich gegen jegliche Art von Privatisierung von öffentlichen Gütern, insbesondere hier in Deutschland, aber auch europaweit und weltweit ist das brisant das Problem. Seit über 30 oder 40 Jahren sind die Privatisierungen präsent von allen Gütern. Insbesondere bei Wasser ist es sehr gefährlich, weil Wasser für unser Leben natürlich unabdingbar. Und auch wenn kein Auto fahren wird, werden die Menschen Wasser zum Trinken brauchen und zum Überleben. Belege für die Vorteile von Privatisierung konnten in diesem ganzen Zeitraum nicht erbracht werden. Vorteile für die Bürger. Natürlich sind das Vorteile für die Konzerne und für die Politiker. Manche. Stattdessen fanden sich die Bürger als Protagonisten in einem gigantischen Feldversuch. Wir mussten uns diesen ganzen Privatisierungsmaßnahmen unterziehen und darunter leiden. Ihre sehr persönlichen Erfahrungen mit Privatisierung waren vielfältig negativ. Nicht nur, dass wir schmutziges Wasser in anderen Ländern, vor allem außerhalb der Europa, trinken müssen, sondern auch, wie hier in Berlin, mit sehr hohen Preisen zu kämpfen haben. In Deutschland wünschen sich 78% der Bevölkerung, gemäß einer aktuellen und repräsentativen Umfrage von Forsa, keine weiteren Privatisierungen oder Rückabwicklung der bereits erfolgten Privatisierung. Und deswegen, vor diesem Hintergrund, ist es nur gerecht, dass der Wille der Bevölkerung und der Bürger erstmal in der ganzen EU, aber auch weltweit, jetzt sich durchsetzt und das Wasser, die Privatisierung des Wassers wieder zurückgenommen wird und das Wasser wieder unter die demokratische Kontrolle genommen wird. Und ich wünsche uns allen sehr, sehr viel Erfolg und ja, danke euch für die Aufmerksamkeit. Viola, adieu!